Hallo, was machen Sie, Han? Ihr habt euch in letzter Zeit gewünscht, dass ich neben den Anvil-Tutorials auch Blender-Tutorials mache. Und ja, ich habe eure Wünsche gehört und ich werde jetzt auch mit Blender-Tutorials anfangen. Die ersten Tutorials werden sich auch an komplett blutige Anfänger richten. Also wenn ihr absolut keinen Plan habt vom 3D-Modellieren, aber es immer mal ausprobieren möchtet, seid ihr hier genau richtig. Ich werde euch alles zeigen, wie es funktioniert und wir werden Schritt für Schritt alles durchgehen. Und im späteren Verlauf, wenn wir ein bisschen uns reingefunden haben im Blender, werden wir auch auf genauere Sachen eingehen, wie man UVs macht, wie man Texturen aufsetzt, wie man Materialien aufsetzt, ein bisschen Physics werden wir uns anschauen, was für lustige Plugins gibt es und so weiter und so fort. Aber wir fangen wirklich bei Null an und ich erkläre euch von Anfang an, was ihr müssen möchtet. Ihr seid wahrscheinlich am Anfang eh erst mal erschrocken, weil genauso wie es in Unreal der Fall ist, dass es jede Menge Knöpfe und Schalter und hast du nicht gesehen, gibt es auch in Blender jede Menge verschiedene Einheiten, Knöpfe etc. Meiste ist sehr verwirrend. Wir werden nach und nach das Wichtigste durchgehen. Je nachdem, was ihr macht, werdet ihr wahrscheinlich 80% von dem, was hier vorhanden ist, wahrscheinlich eh nicht nutzen. Das sind halt wirklich viele Sachen für die Fälle, wenn man halt spezifische Sachen machen möchte. Man hat mehrere Tabs für Rigging, man hat mehrere Tabs für Physics und so weiter. Man hat allein fürs Rausrendern von Fotos schon 4 bis 5 Tabs alleine nur dafür. Also Schritt für Schritt werden wir dann halt alles uns angucken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach komplett am Anfang an. Und ich mache mal meinen Charakter kurz weg. So, fangen wir am Anfang an. Standardgemäß startet jede Blender-Szene immer mit dem Cube, einem Licht und einer Kamera. Ihr könnt das einfach anklicken, um es auszuwählen. Einfach Linksklick. Dann könnt ihr die verschiedenen Sachen auswählen. So, wir wollen uns jetzt aber hier ein bisschen orientieren in dem Viewport. Also hier dieses Fenster, wo alles drin ist, das nennt sich Viewport. Indem ihr die Mausrad drückt, könnt ihr einmal rotieren. Wenn ihr Steuerung drückt und das Mausrad, könnt ihr zoomen. Also hoch, also wenn ihr mit der hoch und runter zieht, könnt ihr hin und her zoomen. Und wenn ihr Shift drückt, könnt ihr das schieben. So. Wir wollen vielleicht auch ab und zu mal eine bestimmte Achse festsnappen. Wir können das, indem wir halt hier auf die Achse selbst drücken. Wenn wir das halt während des Drehens machen möchten, können wir Alt drücken und uns eben dementsprechend an die passende Achse festsnappen. So. Statt auswählen könnt ihr verschiedene Sachen, indem ihr einfach draufdrückt mit der linken Maustaste. Mit der gedrückt halten könnt ihr mehrere Sachen auswählen. Und wenn ihr verschiedene Sachen auswählen möchtet, wie jetzt hier Kamera und Licht, mit der Shift-Taste und dann entfernen, sind sie weg. So. Damit wir nicht abgelenkt werden, habe ich jetzt nur den Cube hier drinne. Und den wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen bearbeiten. Aber wie bearbeiten wir den? Wir wollen den jetzt erstmal in dem Objektmode immer noch einfach mal vielleicht hin und her schieben. Dann gehe ich hier auf Move und kann den hin und her schieben. Nutzt am besten erstmal die Pfeile, um ein bisschen das Gefühl zu kriegen. Ihr könnt, wenn ihr in der Mitte drückt, auch den in alle Achsen gleichzeitig bewegen. Aber da landet er gerne mal ganz woanders, wo ihr es eigentlich plant, weil dritte Dimension ist immer ein bisschen schwierig. Und so können wir den einfach hin und her schieben. Wenn wir sagen, okay, wir wollen den jetzt da wieder zurück auf 0, aber wir wissen gar nicht, wie kriegen wir den zurück. Haben wir hier so einen kleinen Pfeil. Den können wir auswählen und dann sagen wir einfach hier 0, 0, 0 und dann ist er wieder am Start. Hier haben wir Rotate, also rotieren. Da können wir den halt rotieren und ihr seht auch hier direkt wieder, auch hier ändert sich der Wert. Dieser Wert wird immer verändert, wenn ihr halt mit dem Objekt was macht. Ihr könnt auch Objekte direkt hier anpassen. Ist immer besonders praktisch, wenn wir sagen, okay, wir wollen das immer eine bestimmte Prozentzahl drehen. So, und jetzt haben wir 45 Grad gedreht und haben es einfach hier eingegeben. Je nachdem, wie ihr arbeitet, müsst ihr gucken, wie ihr das für euch macht. Es gibt hier kein richtig, kein falsch. Es gibt halt, jeder arbeitet anders. Es gibt auch keine Allzwecklösung für alles. Es gibt halt immer, jeder arbeitet anders. Jeder arbeitet so, wie er ihnen halt am besten geht. Dann haben wir das nächste Tool, das ist das Scale-Tool. Da können wir skalieren, indem wir halt einfach hingehen und sagen, okay, ich mache das länger, ich mache das hier länger. Auch hier ändert sich halt wieder der Wert. Hier ändern sich halt zwei Werte. Wir haben einmal die Scale-Werte an sich und die Dimension. Da müsst ihr ein bisschen gucken, über was ihr geht. Wir haben hier die Dimension, ist die Größe. Also diese Box ist jetzt 2 auf 2 auf 2 Meter groß. Wenn ihr sagt, ich möchte eine 1-Meter-Box, sagen wir mal, ich möchte 1 Meter auf 1 Meter. Dann hat sich unser Scale aber auch gleichzeitig verändert, indem man sagt, okay, das ist jetzt so die Hälfte.
Das ist jetzt vielleicht doof für uns. Wir wollen sagen, okay, ich will mit der 1-Meter-Box starten, aber ich hätte hier gerne, dass das halt auch auf 1 ist. Dann gehen wir auf Steuerung A und dann können wir verschiedene Sachen resetten. Also diese ganzen Transforms hier, Scale, Rotation und so weiter, können wir alle resetten, indem wir sagen, ich möchte nur was Bestimmtes resetten oder ich sage alle Transforms. Und dann sind wir hier wieder in unserem Scale 111. Generell kann es immer helfen, wenn verschiedene Tools nicht so funktionieren, wie sollen, dass man einfach die Transforms resettet. Dann kann vieles einfach nochmal gerettet werden, sag ich jetzt mal, oder halt wieder funktionsfähig gemacht werden. So, wir haben jetzt hier unseren Cube. Der ist jetzt noch nicht so wirklich viel aussagen. Wir wollen daraus vielleicht was anderes machen. Vielleicht machen wir daraus jetzt mal einen Sessel. Warum auch nicht? So, wir haben die ganze Zeit immer das Objekt an sich verschoben. Wir können aber auch ein bisschen genauer hingehen, indem wir in den Edit-Mode geht. Wir können hier einfach sagen, indem wir hier oben draufklicken, von dem Object-Mode möchte ich in den Edit-Mode. Und wir bekommen mehr Möglichkeiten, unser Objekt zu manipulieren. Wir haben hier einfach Vertices, das sind diese kleinen Pünktchen. Wir haben die Edges, das sind diese Kanten. Oder Faces, das sind halt die kompletten, ja, Gesichter. Übersetzung in Deutsch ist immer ein bisschen seltsam. Je nachdem, was wir machen möchten, können wir uns da hin und her wechseln. Wir können sagen, okay, ich möchte jetzt hier den hier zum Beispiel nach oben schieben. Dann habe ich hier so eine komische Form. Steuerung Z ist wieder zurück machen. Also Steuerung Z solltet ihr euch merken. Steuerung Z ist immer rückgängig machen. Sehr wichtiger Shortcut. Ja, und dann können wir jetzt sagen, okay, wir wollten einen Sessel machen. Aus einem Cube einen Sessel machen ist jetzt erstmal, ich brauche ja irgendwie ein bisschen mehr Form. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich die Form da rauskriege. Es gibt kein richtig, kein falsch, sondern einfach nur verschiedene Wege. Ich persönlich nutze gerne hier die Loop Cut und dann kann ich hier verschiedene Loops einfach drinnen ziehen, indem ich sage, okay, da packe ich mir einen neuen Loop Edge drumherum und sag, okay, ich schiebe den jetzt erstmal hier hin. Dann nehme ich mir vielleicht noch einen Loop. Und dann sage ich hier, jedes Mal, wenn wir das ausklappen, können wir das Tool an sich auch manipulieren. Dann, ich brauche vielleicht zwei davon. Wir sind mir zu nah. Ich habe zwei. Ich nutze vielleicht das Scale-Tool und schiebe die auseinander. Und sag, gut, der Sessel ist mir aber zu hoch. Dann selektiere ich mir vielleicht einfach die Faces aus, die ich verschieben möchte und sag, okay, ich mache den ein bisschen runter, dass ich hier so eine Sitzmöglichkeit habe. Jetzt will ich das, das, das und das als Sessellehne und Rückenlehne hochziehen. Wenn ich die so hochziehe, schiebe ich das ganze Ding auch einfach nur wieder hoch, weil ist ja Blödsinn. Jetzt kann ich zum Beispiel mir hier das Extrude-Tool nehmen. Und dann kriege ich. Tada! Jetzt will ich sagen, okay, ich brauche mehr Lehne. Wie, also mehr Rückenlehne, wie Seitenlehne und sage, ich will nur die hier haben und ziehe mir die auch hoch. Wir machen uns auch keinerlei Gedanken momentan, wie die Dinge hier von Edge Loops aufgebaut sind. Erstmal vollkommen egal. Wir versuchen nur gucken, dass wir möglichst viele Quads, also Vierecke oder Trisses haben. Dreiecke, also. Da achten wir drauf. Wir versuchen, Engons zu meiden. Also ein Engon ist alles das, was mehr wie vier Ecken hat. Das mögen die meisten 3D-Programme nicht sonderlich gern. Quads und Trisses funktionieren super. Daher müssen wir da ein bisschen gucken. So, jetzt habe ich hier schon mal meinen Low-Poly-Sessel. Schiebe mir den vielleicht nach oben, dass ich den über dem Nullpunkt habe und sage, okay, an für sich, Form gefällt mir. Dann habe ich mir angewöhnt, immer wenn mir was gefällt, Transform zu löschen, dass ich, wenn ich weiterarbeite, nicht irgendwas aus Versehen nicht so funktioniert. So, vielleicht wollen wir ein Kissen noch draufpacken. Dann hole ich mir ein neues Objekt. Shift A, hole mir einen Cube. Jetzt habe ich einen zweiten Cube. Den habe ich mir im Edit-Mode geholt. Also ist das beides ein Mesh. Das will ich vielleicht manchmal gar nicht haben. Dann mache ich den hier weg auf Faces. Dann sind alle Gesichter, die ich ausgewählt habe, weg. So, ich will das Kissen vielleicht einzeln haben, weil ich das noch verschieben möchte. Gehe ich aus dem Edit-Mode raus. Gehe in den Object Mode und mach das nochmal. Mesh, Shift A, Mesh, ich möchte einen Cube. Jetzt skaliere ich den, indem ich S drücke, generell kleiner. Je nachdem, wie ihr arbeitet, könntet ihr halt auch Shortcuts nutzen oder nicht. Das ist, wie gesagt, müsst ihr für euch herausfinden. So. Machen wir das mal so. Und dann, wenn ihr Tab drückt, könnt ihr auch zwischen Edit Mode und Object Mode hin und her wechseln.
Sagen wir, okay, das mache ich hier runter. Komme jetzt da blöderweise nicht ganz hin. Dann schiebe ich mir das vor, nehmen wir das. Sage, ich schiebe das hier hin bis fast in das Objekt rein. Ich will ja, dass das Kissen davor liegt und nicht drauf. Sagen, okay, hier und hier. Nehme ich mir das hier, mache das gleiche hier auch. Ich will das nicht reinschieben, weil ein Kissen liegt ja meistens nicht im Objekt drinne. Sagen, vielleicht ist mein Kissen minimal größer wie mein Sessel. Und auch hier wieder die Transform Selection und habe hier einen Sessel. Kann den immer noch nachträglich manipulieren. Sag, vielleicht ist mir das hier zu hoch. Jetzt habe ich mehr so einen Thron. Vielleicht basteln wir uns auch einen Thron. Warum auch nicht? So. Jetzt ist er doch sehr krass low poly, hat halt wirklich sehr kantige Ecken. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Kann ich das auch wieder auf mehrere Möglichkeiten machen, je nachdem. Ich entscheide mich jetzt erstmal dazu, vielleicht erstmal grob die Form ein bisschen besser auszuarbeiten. Vielleicht will ich hier oben die beiden Formen runder machen. Dann kann ich beispielsweise hier das Bevel-Tool nehmen. So, zack, ich mache mal die Kanten vielleicht runder. Dann sagen, ich möchte hier ein paar mehr Gesichter drin haben. Ein paar mehr Faces, dass es runder wirkt. Das mache ich vielleicht auch hier. Und sage vielleicht auch hier nochmal eins mehr. Da habe ich halt wieder hier das Problem, dass ich hier die Engons habe. Die müssen wir direkt erstmal fixen. Das wollen wir vermeiden. Da nehme ich mir das Knife-Tool. Gehe auf meine Vertices und sage, okay, den Punkt und den Punkt verbinde ich. Dann habe ich hier schon mal eins weniger. Und dann nehme ich hier, na, den nicht. Hör auf damit. Den. Den. Ihr solltet euch direkt immer angewöhnen, dass man versucht, die Engons zu vermeiden. Jetzt ist mir mein Kissen im Weg. Ich kann hier hingehen. Das ist mein Kissen. Sag ich, okay. Mach das Auge weg. Zack, ist es jetzt erstmal versteckt. Und mach hier das gleiche wieder. Zack, zack, zack. Das mache ich jetzt überall. Mache ich auch hier oben. Dass man sich das von Anfang an gleich angewöhnt. Gerade wenn ihr später plant, Assets für Games zu machen, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich Engons vermeidet. Die meisten Game Engine hassen Engons. Wenn ihr Sachen halt nur für Bilder etc. macht, ist das jetzt nicht so wichtig. Also wenn das in Blender bleibt, für Bilder machen, ist das nicht die beste Wahl, aber es ist möglich, gerade wenn es flache Stellen sind, aber wenn das halt später als Spielasset rausgerendert werden muss, solltet ihr unbedingt vermeiden, dass ihr Engons habt. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen Rundenreform. Ist doch schöner. Vielleicht mache ich das beim Kissen auch. Jetzt markiere ich mir das ganze Kissen und sage hier, ich möchte mir das beveln da. So, das komplette Kissen wird gebevelt. Mal vielleicht mit zwei oder drei, je nachdem, wie rund ich das haben möchte. Jetzt ist das Shading hier ein bisschen komisch. Rechtsklick drauf und sag Shade Smooth. Dann habe ich hier einen smoothen Schatten. Jetzt machen wir das hier bei unserem Thron auch mal. Ja, das sieht jetzt schon ein bisschen affig aus. Funktioniert jetzt nicht so ganz mehr haben, weil wenn wir alles smooth machen, sieht das komisch aus, weil wir halt wirklich hier diese 90-Grad-Winkel haben und die funktionieren so nicht. Kann man sagen, okay, wir können das vielleicht über die Normal fixen. Was eine Normal ist, erkläre ich euch irgendwann mal, wenn es wichtig ist. Wir gehen hier auf dieses komische Dreieck, auf Data, Object, Data, Properties, nehmen uns die Normals und er sagt uns Autosmooth. Dann machen wir mal ein Häkchen dran. Dann sagt er 30 Grad, funktioniert noch nicht so ganz, aber ist schon mal besser. Dann sagen wir vielleicht 50 Grad und sagen, guck, das, was smooth sein soll, ist smooth und was nicht smooth sein soll, funktioniert in unserem Fall. Je nachdem, wie komplex das Modell ist, kann es nicht funktionieren. Aber für unseren Fall funktioniert das jetzt erstmal. Und das ist doch schon mal ganz schön. Wie man hier ein bisschen mehr macht und wie man dann halt auch verschiedene Edges zwingen kann, smooth oder flat zu sein, das werde ich euch alles im Laufe der Zeit zeigen. Aber für den Anfang reicht das meistens aus. Wir arbeiten ja mit simplen Formen erstmal. Und ich würde sagen, für den Anfang haben wir hier doch schon einen lustigen Thron. Und so kann man im Prinzip einfach alles bauen, indem man halt einfach verschiedene Cubes, Spheres etc. einfach aufeinander packen. Wir können vielleicht auch einen Tisch machen. Indem wir sagen, okay, ich will jetzt auch noch einen kleinen Tisch hier haben. Und stellen wir hier so einen Tisch nebendran.
Mit Shift D könnt ihr auch Sachen duplizieren, dann habt ihr das gleich nochmal. Könnt ihr sagen, okay, dann nehme ich mir das Scale, sag Tischbein ist ja länger, ich ziehe mir das in die Länge, machen wir das ein bisschen schmaler. Dann habe ich vielleicht hier so einen Fuß. Snap mir das vielleicht direkt auf die Frontansicht und sehe, okay, er ist nicht ganz auf dem Boden. Dann nehme ich mir vielleicht hier das Face, halt das fest und ziehe mir das hier bis auf meinen Boden. Zack, jetzt habe ich mir noch einen Tisch gebastelt. So einfach ist es. Ist gar nicht kompliziert. Wir wollen hier vielleicht ein bisschen Farbe draufkriegen, weil Grau ist jetzt so ein bisschen öde. Dann gehen wir hier auf Material, ein neues Material und sagen neu. Und dann kriegen wir erstmal jede Menge. Für uns jetzt erstmal komplett egal. Wir suchen uns erstmal nur eine Farbe aus. Sagen wir, vielleicht möchte ich ein rotes Kissen haben. Dann gehe ich auf mein Kissen und füge mein neues rotes Material hinzu. Ich sehe das hier noch nicht, weil wir im falschen Shader sind. Das hier ist jetzt wirklich alles in Grau. Der ist gut fürs Modellieren. Wir gehen hier auf den. Ja, auf das Shading. So, ich habe jetzt aus Versehen hier das Rote drinne. Dann nehme ich hier vielleicht ein anderes Material. Das ist jetzt hier generell das Weiße. Ich füge ein neues hinzu und mache das meinetwegen braun. Ich suche mir hier irgendwie einen braunen Ton raus. Ach komm, wir nehmen erstmal den. Mach den hier raus. Machen wir den auch braun. Machen wir vielleicht unseren Stuhl. Machen wir den. Keine Ahnung, orange, blau, lila. Machen wir einen blau, warum auch nicht? Weil ich darf es mir auch so nicht machen, einen blauen Stuhl. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Das ist jetzt eine reine Übungssache, wie man verschiedene Formen rauskriegt. Hier ist einfach wirklich Übung, Übung, Übung. Indem einfach verschiedene Objekte nachmacht. Ihr könnt zum Beispiel auch was ganz anderes machen. Wir brauchen vielleicht einen Zylinder. Ich möchte vielleicht eine Vase machen. Nehme ich mir vielleicht einen Zylinder, weil der von der Form her erstmal eher das ist, was ich haben möchte. Ich mache mir den mit S. Kleiner, man kann dann halt auch hier skalieren. Ich stelle mir hier das hin. Der steht noch nicht so ganz da, so ungefähr hier. Und sage, okay, ich will jetzt hier mir eine Vase draus basteln. Ich habe vielleicht so eine grobe Form schon im Kopf. Gehe ich auch wieder in meinen Edit Mode. Sag, okay, ich füge hier verschiedene Loops ein, die ich dann nutzen werde zum Manipulieren. Sag ich, vielleicht nehme ich das und das und nehme im Skalieren und skaliere mir die kleiner. Vielleicht möchte ich, dass oben noch die Form anders wird. Dann nehme ich mir oben das Face und ziehe das hoch. Passt nicht so ganz. Vielleicht ein bisschen mehr runter. Jetzt haben wir einen Pokal. Vielleicht machen wir auch einen Pokal und keine Vase. Jetzt können wir, ich möchte hier vielleicht ein Loch reinkriegen. Das ist jetzt immer ein bisschen doof. Dann gehe ich hier auf Insert Faces und ziehe mir das hier runter und möchte hier wieder ein Loch rein, indem ich, wo ist es dann? Extrude. Zack. So, jetzt sehe ich aber gar nicht, was hier drinnen los ist. Ich kann das hier irgendwie von außen ein bisschen grob manipulieren, aber ist ja doof. Ich möchte ja sehen, was drinnen los ist. Dann gehen wir hier, nehmen wir hier drauf, auf den Wireframe. Oder wir können hier das Röntgenblick anmachen. So, okay. Ich gehe dann hier hin. Sag okay, ungefähr hier. Extrude kann ich auch auf E drücken. Dann extrude das wieder und sage, okay, hier die Höhe. Und dann skaliere ich mir das passend kleiner. Vielleicht möchte ich ganz runter gehen. Und zack, hab dann jetzt hier meine Pokalvase. Dann sage ich hier Smooth. Passt nicht so ganz. Gehe ich auch wieder hier auf den Autosmooth und guck. Ja, das ist doch schon besser. Das ist smooth, das ist nicht smooth, vielleicht so. Jetzt habe ich hier einen Pokal. Dann kann man sich vielleicht hier noch irgendwie einen Ball machen. Das ist jetzt einfach, weil wir haben hier auch irgendwo, da eine Sphäre. Keine Ahnung, machen wir hier einen Ball da in die Ecke. Ein Ball ist jetzt halt einfachste, da muss man nicht sonderlich viel machen. Und hier könnt ihr halt einfach gucken, jede Menge Zeug und je nachdem, was ihr braucht, fangt einfach mit dem, was am ehesten ist, an. Es gibt auch hier diesen Standard Monkey.
von Blender. Ich mache mal vielleicht daraus unser Kopfteil für unseren Stuhl. Ja, nicht plus 9, minus 90 war es. Dann skaliere ich mir den auch ein bisschen kleiner. Mach mal hier fest und sag, okay, steck den so ein bisschen da rein. Noch ein kleiner. Und hab dann hier so einen Affen. Und dann mache ich jetzt den wieder bunt. Keine Ahnung, den Ball. Machen wir einen gelben Ball, damit die Farben sich ja schön clashen. Und machen wir einen, weil wir es können, einen grünen Pokal und den Affen. Machen wir den Affen lila. Nee, machen wir den gleichen. Den Affen. Na, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht doch. Lassen wir den Affen vielleicht weiß. Oder machen wir den hellblau. Wunderschön. So, ich denke, das war's jetzt für das erste Tutorial. Ich habe euch die Basics gezeigt. Das meiste ist jetzt an euch. Üben, üben, üben. Bleibt auch erstmal bei simplen Formen, bei Low-Poly-Modellen. Also macht keine großartigen Details rein, sondern einfach kriegt erstmal ein Gefühl, wie kriege ich verschiedene Formen aus meinem Cube, aus meinem Zylinder raus. Und dann nach und nach, wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt, ein bisschen besser wisst, wie ihr verschiedene Formen rausgibt, gehen wir dann an die Detailarbeit. Ich werde euch auch verschiedene Tools zeigen, wie ihr halt schneller an Details kommt. Und je nachdem, was ihr machen möchtet, ob Game Assets oder Assets für Videos oder für Screenshots, werden wir dann halt auch nach und nach darauf eingehen, was dafür spezifisch gebraucht wird oder worauf man achten müsste, wenn man dieses Modell erstellt. Das ist jetzt, wie gesagt, aber erstmal noch nicht so wichtig. Wenn ihr anfangt, macht drauf los, bastelt was zusammen. Wenn ihr was auf Social Media teilt, ihr dürft mich gerne verlinken. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute mir was zeigen, was sie gemacht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch mal ein Like und einen Kommentar da oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mehr von Blender oder Unreal oder 3D generell sehen möchtet. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bye bye!